Werner, du bist eine Legende. Dein Name fällt zusammen mit dem von Hannes Wader, Reinhard May, Knut Kiesewetter, Folk, Blues, die ganze Welt gehobener Musik. Man erwartet dich in Berlin, vielleicht in Hamburg auch. Aber Bodenwerder, wie kommst du eigentlich hierher? Ja, wie so vieles im Leben. Es war einfach Zufall. Es war bestimmt Zufall, weil das Problem als Musiker in Berlin, und ich war damals ziemlich beschäftigt eigentlich, so 150 Konzerte manchmal im Jahr, und da musste ich immer durch diese Zonengrenze durch, einfach von Berlin nach Westdeutschland, wie wir es nannten, als Berliner. Und ich suchte dann irgendwas, um nicht immer hin und her über diese Grenze zu fahren, weil das war ein Horror einfach. Ne? Man wurde einfach, weil man lange Haare hat, einfach daneben gewunken und stehen gelassen einfach. Ne? Die Schikane waren einfach, ja, immens. Ne? Und das nervt. Man konnte keine Termine einhalten richtig und man konnte sich nicht verlassen und so. Ne? Und so suchte ich mit meiner damaligen Freundin, die kam aus Bielefeld, irgendwas so im Norden zwar, aber muss nicht ganz Norden sein, aber muss nicht ganz Süden sein. Und sie studierte zufällig in Hannover. Und da kamen wir durch diese Hannover Allgemeine oder welche Zeitung auch immer, über einen Makler, der seine Anzeige darin hatte, und da stand dann so Bodenwerder Resthöfe und was weiß ich alles. Und da haben wir uns mal umgeguckt und da sind wir auf ein Haus gestoßen hier in Bodenwerder und das habe ich dann gekauft und so kam man nach Bodenwerder. Und hier sind die Kinder geboren. Hier habe ich meine Trennung hinter mir und hier bin ich immer noch. Du hast hier, was man jetzt nicht sehen kann, eine wahnsinnige Aussicht. Du liegst, dein Haus liegt direkt über dem Tal. Wunderschöne Aussicht. Wie wichtig ist das für dich, so ein Stück Heimat? Das Stück Heimat hatte ich, als ich nach Bodenwerder zog, sowieso. Weil ich glaube, das Stück Heimat fängt an da, wo man ein bisschen zur Ruhe kommt einfach. Ich habe versucht mal, das in Berlin wieder zu empfinden, so wie Heimat oder so. Aber dadurch, dass die Ecke, wo ich geboren, also wo ich aufwuchs und wo ich also bewusst meine Kindheit verbrachte, das ist alles zu betoniert und da gibt's überhaupt nichts mehr. Da sind Straßenzüge verlegt worden. Also das ganze Viertel oder diese ganze Ecke, die früher so Waldstückchen und Felder und Bahndamm und alles Mögliche war, das ist völlig weg alles. Ne? Und so ist es alles auch relativ, was Heimat eigentlich ist. Ne? Ich habe gesehen, da steht ein Motorrad vor der Tür. Du bist also auch ein Biker. Das ist Weserbergland hier. Der Köterberg, einer der großen Treffpunkte, ist nicht allzu weit entfernt. Wie steht's mit dir und der Bikerseele? Ja, ich fing an, mich dafür zu interessieren, als ich wirklich hier aufs Land zog. Und aber damals ging das irgendwie noch nicht. Und irgendwann war diese Situation da, dass man mit so einem Dreier-Führerschein einfach so eine 125er Maschine fahren kann. Ne? Ja, war ich einer der ersten wahrscheinlich auch, die mit sich dafür interessierten. Und dann habe ich mir irgendwann so ein Teil gekauft und das habe ich heute noch. Das ist und bin sehr zufrieden mit. Und muss allerdings gestehen, dass ich jetzt nicht der Tourenfahrer oder auch in so Rudeln so mit anderen Kumpels so durch die Lande ziehe. Also da bin ich eher Radfahrer. Ja, du hast mir gesagt, auf dem Köterberg geht's immer per Fahrrad. Ja, das ist ein paar Mal passiert und das ist immer so eine sehr, sehr eine Herausforderung. Das kann man nur am Ende einer Periode machen, wo man wirklich in Form ist, also ich jedenfalls. Aber ich bin 3, 4, 5 Mal oben gewesen. Ja. Wenn man so deine Biografie liest, zum Beispiel auf deiner Homepage, da ist ja eigentlich sehr viel von dem, was man so mit einer Bikerseele verbindet. Sehr viel unterwegs gewesen, eigentlich ein ziemlich unruhiger Geist,
Egal wohin, Hauptsache unterwegs. Wie ist das heute mit dir? Eigentlich hat sich nicht viel verändert. Ich muss dich da ein bisschen korrigieren. Also Hauptsache unterwegs war es mit Sicherheit nicht immer. Es gab so Phasen auch, wo man doch lieber erst zu Hause bleiben wollte, einfach. Aber so unruhig war ich immer, das stimmt. Allerdings hat sich das dann mehr im kreativen Bereich dann zum Schluss dann so hingezogen, weil anderweitig bin ich sehr, sehr sesshaft geworden auch. Und war ich eigentlich vielleicht in meiner Seele auch immer schon. Aber wenn man jünger ist, dann ist man einfach unruhiger, ne? Und wenn man, so wie ich, die Möglichkeit und das Glück hat, in dieser unruhigen Phase das meiste zu lernen, kann man dann in der ruhigen Phase davon leben. Und so ist das eigentlich. Aber du bist immer noch unterwegs, Konzerte bis zum Ende des Jahres. Ich mache jetzt noch zwei, drei Festivals und dann geht es im September erst wieder los und ich habe jetzt nicht alle Daten im Kopf, aber es sind noch so etwa 20 Konzerte bis zum Jahresende. Das verteilt sich immer manchmal so auf die Wochenende so und zwei, drei am Stück mal. So ganze Tourneen, muss ich gestehen, bin ich auch ganz froh, dass das auch nicht mehr so möglich ist, weil es ist manchmal schwierig, am Montag oder am Dienstag irgendwo ein Konzert zu finden, einfach so, wenn man in dem Bereich arbeitet wie ich. Und dementsprechend ist alles so mehr auf die Wochenenden. Aber das passt mir auch, weil meine Kondition, die hält auch nicht so über fünf, sechs Konzerte mit der gleichen Intensität. Da ist man, wenn man über 60 ist, dann ist man da einfach etwas, sagen wir mal. Aber dennoch, okay. Dein Name wird ja auch immer zum Beispiel mit Events wie Waldeck verbunden, die großen Treffen der Folkszene, der Blues-Szene. Gibt es sowas heute überhaupt noch oder was ist davon übrig? Oh, ist da was übrig überhaupt? Ich glaube, es sind das Einzige, was übrig ist, sind Erinnerungen. Das ist alles. Sowas wie es damals auch vom Feeling her, ne? Und auch vom Zeitgeist insgesamt her, ne? Auch mit einer naiven Friedfertigkeit, ne? Das würdest du heute nicht mehr zusammenbekommen. Und deswegen, es mag sein, dass manche Sachen versucht werden, wach zu halten, aber so wird es sowieso nicht mehr. Das kann es gar nicht. Was sind heute deine Themen? Worüber schreibst du heute? Kleine und große Fluchten. Mal mit dem klarzukommen, wie es ist, ne? Weil ich habe eingesehen, dass Kämpfen sich gar nicht lohnt. Und man weiß auch gar nicht, für wen man kämpft. Und dann bleibt eigentlich dann zum Schluss nur noch übrig, für sich zu kämpfen. Aber wenn man nur für sich ist, dann braucht man auch nicht kämpfen. Dann muss man nur mit sich zufrieden sein. Und das ist die einzige Situation, die mir im Grunde genommen immer noch dazu einfällt jetzt. Hm.